erinnern Sie sich noch an den großen Peter Alexander? Ne? Er war als Lehrer in den Pauker-Filmen einer der ganz, ganz Großen mit seinen Shows legendär. Ja, und heute wäre er tatsächlich 95 Jahre geworden. Die kleine Kneipe in unserer Straße. Es braucht nur wenige Takte und die ganze Kneipe schunkelt mit bei Die kleine Kneipe. Eines der erfolgreichsten Lieder von Peter Alexander. Der Entertainer wäre heute 95 geworden und ihm zu Ehren singen Peter Grimberg und Harry Weinfurt sein Lied, das für eine ganz besondere Zeit steht. Er stand immer für heile Welt. Er hat eigentlich immer dafür gesorgt, dass die Leute gelacht haben. Und man hörte schon beim Singen, dass er Spaß daran hat, dass die Stimme strahlt, dass die Stimme lacht. Ich glaube, das hat mit Respekt, Anstand zu tun, das hat mit Benehmen, Manieren. Das sind alles so Sachen, die bis jetzt mittlerweile sehr stark auf der Strecke geblieben sind. Und die Menschen mit Geist und Hirn besinnen sich auf solche Werte wieder zurück. Die kleine Kneipe in unserer Straße. Die beiden haben das Lied sogar neu aufgenommen und ein Video dazu gemacht. Und das auch in einer holländischen Version. Denn was viele nicht wissen, der Song kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Café an der Haven. Ihr gefällt es in allen Varianten, denn sie ist seit Jahrzehnten der größte Fan von Peter Alexander und Leiterin des Fanclubs. Barbara Löhr verehrt den Entertainer schon seit ihrer Kindheit. Ich war 14 Jahre, als ich das erste Mal Kontakt mit dem Film von Peter Alexander hatte, Liebe tanzen 1000 Schlager, bin ich damals ins Kino gegangen und eigentlich wegen Katharina Valente, weil die ja damals schon ein bisschen bekannter war. Aber dann habe ich ihn gesehen und dann war es um mich geschehen. Es gibt viele Emotionen heute in der kleinen Kneipe, auch bei der Wirtin, weil das Lied eben das wahre Leben so gut beschreibt. Wo das Leben noch lebenswert ist. Ja, hier fragt man nicht. Hier wird man aufgenommen, hier wird man, ich sag jetzt mal, getragen. Und so wird noch mehrfach geschunkelt. Und irgendwie war Peter Alexander heute die ganze Zeit dabei.